Meine Nordseetour ging zu Ende und es war Zeit, die Heimfahrt von Cuxhaven durch den Nordostseekanal in die Lübecker Bucht anzutreten. Freunde aus Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein hatten meine Reiseroute verfolgt und verabredeten sich mit mir in Schwanitz. Ich meine natürlich nicht Schwanitz, sondern Kap Ort auf Fehmarn. Auf ein Bier und eine kleine Session. Morgens um 8 legte ich in Cuxhaven ab. Ich hatte mitlaufenden Strom und wusste, ich habe genug Zeit, um bis Brunsbüttel an die Schleuse zu kommen, bevor der Strom kentern würde. Tags zuvor war ich fast die gesamte Distanz von 60 Seemeilen von Langeoog bis Cuxhaven unter Maschine gelaufen. Meine Dieselvorräte waren dementsprechend leer und für den Nordostseekanal musste ich nochmal bunkern. Also ging ich morgens zur Tankstelle mit 2 Kanistern bewaffnet und füllte meine Vorräte auf. Da ich mitlaufenden Strom hatte, wusste ich, ich habe genug Zeit, um die kurze Distanz von Cuxhaven bis Brunsbüttel zu machen, wo ich gegen Mittag ankommen wollte, da dann dort der Strom kentern würde. Ich war beeindruckt von den vielen Schiffsbewegungen auf der Elbmündung. Insbesondere dieses Hochhaus, was sich da auf mich zuschob, flößte mir Ehrfurcht ein. Ein G-Liner der Evergreens-Reederei. Die größten Schiffe der Welt. Wir haben eine Ladekapazität von 20.000 Containern. 220.000 Tonnen Verdrängung. 400 Meter lang und 60 Meter breit. Da passen mehrere Fußballfelder drauf. Angetrieben werden sie mit 80.000 PS. Ja, da kann man schon ehrfürchtig werden. Übrigens, wer jetzt sagt, hey, das Schiff kenne ich doch irgendwoher. Yep, du hast Nachrichten geschaut. So ein Schiff stand vor kurzem quer im Suezkanal und blockierte ihn eine Woche lang. Gut, so eine Blockade könnte mir jetzt auf dem Nordostseekanal nicht passieren. Tatsächlich sind diese Schiffe so groß, dass sie aufgrund ihrer Länge von 400 Metern nicht in die Schleuse zum Nordostseekanal passen. Und auch wegen ihren 60 Meter Breite können sie den Panamakanal nicht passieren. Aber in Hamburg können die schon mal rumtuckern und dort bei den Landungsbrücken die Barkassen rammen. Oder eben querstehen im Suezkanal. Es sah ja so aus, als wenn das Schiff ganz sutsche an mir vorbeigezogen ist. Aber ich konnte es kaum glauben. Rollte doch eine brechende Welle bei 20 Meter Wassertiefe auf mich zu. Das Boot hatte einen kleinen Tsunami ausgelöst. Dieses Phänomen der Wellen, die entstehen, wenn ein Schiff mit großer Verdrängung in einem Kanal an einem vorbeifährt, werden wir uns im Laufe dieses Filmes noch anschauen, wenn einige Containerschiffe mich im Nordostseekanal passieren. Ohne weitere Ereignisse setzte ich meine Fahrt stromaufwärts Richtung Brunsbüttel fort. Schon von Weitem waren die Türme des Kernkraftwerks Brunsbüttel auszumachen, das direkt neben der Schleuseneinfahrt lag, sodass man diese gar nicht verfehlen konnte. Die großen Schleusen wurden gerade umgebaut, daher musste die Sportschifffahrt gemeinsam mit der Berufsschifffahrt durch die kleinen Schleusen. Über Kanal 13 erfuhr ich, dass erst das Forschungsschiff Celtic Explorer einlaufen sollte und dann wurde die Schleuse auch für mich als Sportboot freigegeben. Mit genügender Vorsicht tuckerte ich in die Schleuse und belegte direkt neben der Celtic Explorer. Neben diesem Schiff kam mir die Biedewind richtig klein und verloren vor. Dabei handelte es sich mit dem Celtic Explorer von 65 Meter Länge noch nicht mal um so ein richtig großes Schiff. Das Schwesterschiff der Ever Givens, das mir auf der Elbe begegnet war, war mehr als 6-mal so lang und 4-fach so breit.
Naja, zum Glück passte es ja überhaupt nicht in die Schleuse rein. Die Schleusentore öffneten sich und raus ging's auf den NOK. Nun konnte ich schön stundenlang geradeaus vor mich hin motoren. Die Gezeitengewässer hatte ich hinter mir gelassen. Backbord vor mir war wieder eine Weiche, an dem die großen Schiffe festmachen konnten, um auf Schleusen zu warten. Und ein großer Signalmast, der mit farbigen Lichtern signalisierte, wie die Berufsschifffahrt zu erfolgen hatte. Beidseitig des Kanals zeugten Industrieanlagen von der Bedeutung Brunsbüttel als Seehafen an der Westküste von Schleswig-Holstein. Auf dem Nord-Ostsee-Kanal herrscht eine Höchstgeschwindigkeit von 8 Knoten. Für größere Schiffe sogar nur von 6 Knoten. Da die Biedewind selber mit 5 Knoten lief, dauerte es unendlich lange, bis einen diese großen Frachter überholen konnten. So dauerte es über eine halbe Stunde, bis mich der Celtic Explorer nach der Schleuse eingeholt hatte. Nach dem Passieren der Hochbrücke Brunsbüttel hieß es nun fast 100 Kilometer geradeaus auf dem Kanal zu marschieren. Allerdings hatte ich vor, diese Distanz nicht an einem Tag zu machen, sondern Zwischenrast in Rendsburg einzulegen. Heute Morgen von Cuxhaven nach Brunsbüttel zum NOK getuckert. Ja, und jetzt bin ich auf demselbigen gut durchgekommen. Mal schauen, wie weit es mich heute noch treibt. Es ist prächtiges Wetter. Die Hundwetter sind weiß der Geier wohin gezogen. Brüllende Hitze. Aber ja, wunderschön. Ich genieße jetzt das schöne geradeaus tuckern. Mal gucken, ob ich heute bis Rendsburg fahre und dann da abends anlege und noch mal irgendwo essen gehe oder ein Bierchen schlabber oder ein Eis. Ja, jetzt erstmal den Tag genießen. Es gibt 7 Brücken über den Nord-Ostsee-Kanal, die alle eine lichte Höhe von über 40 Meter haben müssen, damit die Berufsschifffahrt ungehindert passieren kann. Auch gibt es 2 Tunnel und natürlich zahllose Fähren, die den Nord-Ostsee-Kanal queren. Fahrt durch den Nord-Ostsee-Kanal. Ich bin jetzt 10 Kilometer vor der Gleisenau-Schleuse. Mal schauen, wie weit ich heute noch mache. Ich plane, nach Rendsburg zu fahren. Bin hier heute Morgen in Cuxhaven gestartet. Ist ein ganz schön langer Schlag und alles nur Motoren. Aber es ist ein super bombiges Wetter. Fast zu heiß, aber man hat ja auch immer irgendwas zu meckern. Schiffe fahren hier überhaupt keine und wenn nur Freizeitboote. Die Berufsschifffahrt scheint wohl Weltwirtschaftskrise zu haben. Kein einziger zu sehen. All die großen Pötte liegen auf Rede vor der Elbmündung oder vor der Weser. Naja, so muss man hier nicht so aufpassen. Alles schön sutsche.
langsam wird Zeit für ein erfrischendes Kaltgetränk. Aber darauf muss ich noch eine ganze Weile warten. 2,5 Stunden habe ich noch vor mir, bis ich in Rendsburg bin. Inzwischen hatte ich Kilometer 40, gerechnet ab Schleuse Brunsbüttel, erreicht. Hier schloss sich nun der Kreis, die Einfahrt zum Gieselau-Kanal kam. Hier hatte ich vor 2 Wochen meine Reise in die Eider, von dort in die Nordsee begonnen. Ich hatte ja versprochen, ein wenig zur Verkehrsregelung auf dem Nord-Ostsee-Kanal zu erklären. Klar ist, dass man eine bestimmte Geschwindigkeit einhalten muss, um den Wellenschlag zu vermeiden. Aber das alleine ist gar nicht das Problem. Die Schiffe entfalten aufgrund ihrer Verdrängung eine derartige Strömung, dass sie sich gegenseitig quasi wie Magneten aufgrund der Sogwirkung anziehen können. Stichwort heißt hier Bernoulli-Gleichung. Und auch für uns kleine Sportschiffe können sie gefährlich werden. Einmal durch den Sog des Schraubenwassers und, wie wir uns gleich noch anschauen wollen, durch die Absenkung des Wasserspiegels in Ufernähe. Bei dem gerade nicht beladenen Tanker Narcea mit 100 Meter Länge, der mich gerade passiert, ist dieser Effekt noch nicht zu bemerken. Ganz anders sieht es aus bei dem voll beladenen Containerschiff Adelina D. Mit 170 Meter Länge, 25 Meter Breite und 10 Meter Tiefgang hat es schon eine Verdrängung, die sich bemerkbar macht. Schaut, wie sich auf der Steuerbordseite der Biedewind der Wasserspiegel am Ufer absenkt, noch bevor mich die Bugwelle des Frachters erreicht. Gleich nochmal in Zeitlupe. Es wird locker um 1 Meter flacher. Man kann das an der schwarzen Linie sehen, wie hoch der Wasserstand vorher stand. Diese Strömung und Sogwirkung sind auch der Grund dafür, warum sich die Containerschiffe nicht in freier Fahrt gegenseitig passieren dürfen, sondern sie müssen in Weichen anhalten und nur einer zur Zeit darf fahren, und das Ganze wird per Funk und Lichtzeichen den jeweiligen Schiffsführer signalisiert. Tatsächlich dürfen die großen Schiffe auf dem Nord-Ostsee-Kanal nur mit Lotsen fahren, die in Brunsbüttel oder in Kiel an Bord genommen werden und auf halber Strecke wechseln. Endlich gegen 6 Uhr abends kam die Eisenbahnbrücke von Rendsburg in Sicht und ich wusste, dass ich es nur bald geschafft haben werde. Ich zweigte nach Backbord ab und verließ den Nord-Ostsee-Kanal und bog in den alten Seitenarm der alten Eider ein. Hier sollten sich zahlreiche Marinas finden und ich wollte mir für die Nacht ein gutes Plätzchen suchen. Solltet ihr auch mal in Rendsburg eine Übernachtungsmöglichkeit suchen, so kann ich euch nur empfehlen, ganz bis ans Ende des Obereidersees zu tuckern, dort kurz vorm Stadtkai im Yachthafen Regattaverein Rendsburg festzumachen. Eine nette Lokation, tolle Bewirtung und ich kriegte noch ein Essen und ein Bier und eine herrliche Abendstimmung. Am nächsten Morgen machte ich mich kurz nach 7 auf, um Brötchen zu holen. Aber Fehlanzeige. Die Stadt war komplett leer, nix hatte offen, als wenn Aliens die Menschen weggebeamt hätten. Na egal, da muss es auch ohne Brötchen gehen. Ich machte mich wieder auf den Weg und motorte durch die alte Eider Richtung Nord-Ostsee-Kanal, um mich dort in den Verkehr wieder einzufädeln. Großnordsee, 9.40 Uhr, Königswörde freie Fahrt nach Audorf, Gruppe 4, Express Mühlhafen, Breiholz, 9.49 Uhr weiter. Schilf, freie Fahrt.
Ende der Durchsage. Nachdem ich zwei kleinere Kümos abgewartet hatte, fuhr ich wieder auf den Nord-Ostsee-Kanal und entlang der Docks hielt ich zu auf die Rader-Hochbrücke, auf dem die A7 verläuft. Nun hatte ich es eilig, nach Kiel-Holtenau in die Schleuse zu gelangen. Das Feuerschiff Elbe 1 ist inzwischen ausgemustert und liegt als Museumsschiff immer noch seetüchtig in Cuxhaven und lässt sich auch als Standesamt buchen, wenn ihr euch traut. Gegen Mittag kamen die beiden Hochbrücken von Kiel in Sicht und es war nun nicht mehr weit bis zur Schleuse Kiel-Holtenau. Geschafft. Gegen 2:30 nachmittags war ich wieder auf der Kieler Förde und suchte mir einen Liegeplatz für die Nacht in Kiel-Strande, um von dort am nächsten Tag aufzubrechen nach Fehmarn. Na, wie toll war das denn? Nach 3 Tagen nur Motoren endlich mal wieder Segel setzen und dann auch noch unabhängig von Gezeiten auf der freien Ostsee. Hurra! Hinaus ging's auf die Kieler Förde und dann parallel entlang der Route der Berufsschifffahrt zum Kiel-Ostsee-Weg. Das Schießgebiet Todendorf-Putlus war geöffnet und so musste ich einen Umweg segeln, um nach Fehmarn zu gelangen. Ich hatte es jetzt mächtig eilig, mich mit meinen Freunden zu treffen. Nach der langen Zeit alleine, Corona-bedingt auch immer, ohne Gesellschaft in Kneipen, ja, wollte ich einfach mal wieder meine Freunde sehen und mit jemandem fröhlich anstoßen. Infolge der Überfahrt von Kiel nach Fehmarn nahm der Wind immer mehr zu und ich musste doch tatsächlich noch ordentlich aufkreuzen, um in die Hochwachter Bucht zu gelangen. Aber schlussendlich erreichte ich den Leuchtturm Flücke und konnte nach Fehmarn-Ort einlaufen. Heizen. Und das Glück kommt von Land. Und dann war ich endlich bei meinen Freunden in meiner Stammkneipe, dem Kap Ort, bei Musik und lecker Flensburger Bier. Corona-bedingt wurde im Freien musiziert und auch weil das Wetter es hergab. Und natürlich wurde der Abstand eingehalten. Aber dann kam die Anweisung aus der Regie. Und nun war's das mit dem Abstand. Ihr müsstet mal näher zusammen, Niki. Yes. Wir suchen uns das Geht Paradies, doch. Wo Wasser aus den Bergen steht. Reiselt ab. Und das Glück kommt von da. Das Stück Reise leicht hatte sich mein Freund Willi ausgedacht. Wir beiden spielten es das erste Mal gemeinsam. Es könnte ja glatt das Motto für 2021 werden. Wer weiß, wie sich die Corona-Saison weiterentwickelt. Reise leicht, oh Reise leicht. Reise leicht, oh Reise leicht. Reise leicht.
Wir spielten noch so manches Lied und tranken noch das ein oder andere Bier. Es ist doch immer wieder schön, sich mit Freunden zu treffen. Mein Gott, was freue ich mich auf die Zeit, wenn wir diesen Corona-Mist endlich los sind. Ja, meine Begegnungstour 2020 ist heute zu Ende. Ich bin jetzt noch auf Ort in Fehmarn und gestern Abend noch ein kleines Abschlusskonzert gegeben mit meinem Freund Willi, der mich da besucht hat. War schön gewesen, viele Eindrücke gesammelt. Ja, und nun tucke ich langsam zurück, Wind ist heute nicht mehr. Der Wettergott Poseidon war gnädig mit mir und es kam sogar noch etwas Wind auf, sodass ich Segel setzen konnte, um in die Lübecker Bucht nach Neustadt zu gelangen. Damit ist mein Reisebericht über die Nordsee 2020 zu Ende und ich bin gespannt auf die neue Saison, die sich jetzt schon ankündigt. Und wenn es dir auch so geht, solltest du mir ein Like geben, meinen Kanal abonnieren, gespannt sein auf die Abenteuer der Biedewind 2021.